Hallo ihr lieben Bücherfreunde und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Da wir ja nun mittlerweile schon fast am Ende des Januars angelangt sind, beziehungsweise wenn dieses Video online kommt, haben wir wahrscheinlich auch schon Anfang Februar, möchte ich doch gerne meine gelesenen Bücher aus dem Jahre 2019 abschließen. Aus diesem Grund möchte ich meine nächsten gelesenen Bücher euch vorstellen. Diesmal handelt es sich aber nicht wie gewohnt um 5 Bücher, sondern um 6 Bücher, damit einfach das Lesejahr 2019 abgeschlossen ist. Und welche Bücher ich euch jetzt vorstellen möchte, das seht ihr jetzt. Bei dem ersten Buch, welches ich euch heute zeigen möchte, handelt es sich um eigentlich ein sehr, sehr schmales Bändchen, was insgesamt eigentlich nur 100 Seiten hat. Und das ist auch quasi das Merkmal dieser Reihe, denn jeder Band dieser Reihe besteht insgesamt nur aus 100 Seiten, was ich als Einstieg in ein Thema oder zum Auffrischen in das Thema eigentlich sehr, sehr gut geeignet finde, weil so wird man nicht bombardiert nur so von Fakten und verliert vielleicht am Ende auch die Lust dazu. Und ich finde, man bleibt hier dran und 100 Seiten bei diesem Format sind wirklich sehr, sehr schnell gelesen. Und wenn der Autor dann auch noch wunderbar schreiben kann, dann ist für mich eigentlich so ein Einstieg in ein Thema oder das Auffrischen eines Themas eigentlich nur gelungen. Bei diesem Band handelt es sich hier aus der Reihe von 100 Seiten Band von Reklam Verlag und zwar um Rassismus von Stefanie Laburano. Hier wird uns, ja wie der Name eigentlich des Bandes schon sagt, die Geschichte vom Rassismus erklärt, wie sie entstanden ist, welchen Verlauf sie genommen hat, welches Denken hinter Rassismus steckt, wie man dagegen wirkt und welche Argumente man einfach gegen Rassismus hat. Das fand ich ein sehr, sehr gelungenes Bändchen. Ich hatte es im Zuge zu einem anderen Roman gelesen, was dazu definitiv passt, aber ich musste den Roman leider abbrechen. Es handelte sich damals um Gnade von Toni Morrison. Ich mag ja, wie der ein oder andere weiß, Toni Morrison sehr, aber ich habe bei ihren Büchern immer das Problem, dass ich sie zum richtigen Zeitpunkt lesen muss und Gnade war für mich einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt, aber ich hatte mir damals halt diese Zusatzlektüre noch dazu gekauft und wollte diese aber wirklich noch unbedingt lesen und das habe ich getan und ich finde, auch wenn man sich schon sehr mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt hat und vielleicht die eine oder andere Lektüre schon gelesen hat, finde ich, kann dieses Büchchen definitiv noch etwas tun, um den Horizont zu erweitern, um die geschichtliche Auseinandersetzung mit Rassismus zu erweitern. Finde ich sehr, sehr gelungen, dieses Werk. Ich kann es nur empfehlen, es mal zu lesen, vor allen Dingen, weil es am Ende ja auch nur 100 Seiten sind und 100 Seiten hat man eigentlich relativ schnell gelesen, meiner Meinung nach. Ich habe von dieser Reihe noch Menschenrechte hierzu und darauf bin ich eigentlich auch schon sehr gespannt, weil es ja doch schon im Grunde in ein sehr, sehr ähnliches Thema geht. Ist zwar noch natürlich etwas anderes, aber ich bin schon gespannt, ob es mir auf diesen 100 Seiten dann ebenfalls so viel bringen wird, wie dieses Büchlein von Stefanie Laburano, Rassismus. Kennt ihr das, wenn man so richtig Lust hat auf einen Autor oder auf eine bestimmte Art von Geschichten? Und so ging es mir tatsächlich jetzt mit den beiden nächsten Büchern, die ich euch zeigen möchte. Und zwar handelt es sich um den ersten Band und den zweiten Band einer Reihe. Und aus dem Grund bietet es sich auch ein bisschen jetzt an, das beides euch gleich zu zeigen, weil ich ja zu Band 2 auch nicht mehr so wahnsinnig viel erzählen kann, weil ich möchte euch ja auch ungern spoilern. Und zwar hatte ich wirklich richtig Lust auf diese Art von Geschichte, weil ich weiß, dass ich mich in diese Geschichte einfach hineinkleiden kann und so ein bisschen auch meinen eigenen Alltag vergessen kann und nicht alles drumherum ein bisschen ausblenden kann. Und zwar handelt es sich um die Reihe von Rekreierung Helden des Olymps hier im ersten Band, Der verschwundene Halbgott aus dem Carlsen Verlag und den zweiten Band hier, Der Sohn des Neptuns, ebenfalls von Rekreierung.
Und zwar begegnen wir hier Jason Piper und Leo, welche ja ebenfalls so wie Percy Jackson einen ja, Auftrag zu erfüllen haben, beziehungsweise eine Aufgabe und das ein oder andere Abenteuer erleben. Und wir bekommen hier natürlich auch wieder viele, viele Eindrücke von den griechischen Göttern und lernen noch das ein oder andere dazu. Zusätzlich zu den griechischen Göttern kommen hier auch noch die römischen Götter und man kann quasi ja seinen Horizont, was die römischen Götter anbelangt, ja erweitern, was ich wieder wunderbar finde, dass man wieder ein bisschen mehr erfährt, auch wenn es natürlich hier keine hochwertig literarische ja, Werk sich handelt, aber ich finde halt einfach, man kann sich sehr, sehr gut in diese Geschichte hineinfallen lassen, man kann seinen Alltag vergessen, man kann seine Sorgen vergessen und die Bücher sind für mich immer so ein schöner ja, Ausknipsen von der Welt und man kann sich einfach hineinfallen lassen. Ich mag die Bücher tatsächlich von Rick Riordan sehr und ja, bin auch schon gespannt auf den dritten Band, beziehungsweise auch um Band 4 und 5. Und ja, bisher habe ich noch die ersten beiden jetzt gelesen, aber auch der zweite Band konnte mich eigentlich sehr, sehr begeistern. Sicherlich muss man dazu sagen, dass natürlich das Konzept auch im zweiten Band ja wieder aufgegriffen wird. Aber ich finde halt, wenn man die Geschichten mag, stört einem das nicht so, weil man einfach diese Zeit genießt beim Lesen. Ja, vielleicht kennt ja der ein oder andere die Reihe schon, beziehungsweise auch Percy Jackson. Percy Jackson wurde ja auch verfilmt, jedenfalls der erste Teil. Und ist ja eigentlich jedem ein Begriff. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir kommen jetzt von Abenteuerliteratur, Fantasy-Literatur oder auch Jugendliteratur, je nachdem, wie ihr es bezeichnen wollt, zu einem sehr, sehr ruhigen Buch. Und es ist quasi fast schon zu den anderen beiden Büchern, die ich euch gezeigt habe, wahnsinnig ruhig und es passiert auch definitiv nicht so viel wie in den zwei vorhergehenden Büchern. Und zwar handelt es sich über den Garten, der Garten über dem Meer von Mercé Rodoreda aus dem Berlin Verlag. Wir begleiten hier einen Gärtner, der über 4 Sommer, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ja, das Herrenhaus seiner Arbeitgeber quasi beobachtet und wie deren Leben Stück für Stück, ich würde sagen, auseinanderfällt. Und ja, das ist eigentlich schon die Geschichte. Und dieses Buch ist wahnsinnig ruhig erzählt und wer hier einen ja, Spannungsbogen sucht oder beziehungsweise ein ja, schnelleres Buch erwartet, ist bei diesem Buch leider, ja, wird bei diesem Buch leider etwas enttäuscht. Man muss sich hier tatsächlich auf diese ruhige Art einstellen. Man muss auf das Langsame erzählen, auf diese Stille, auf diese, ja, das Feeling von einem Garten, beziehungsweise einen Garten, der die Zeit so ein bisschen anhält, einstellen. Und ich finde, das ist auch tatsächlich der Charme des Buches. Der Charme des Buches, man muss sich tatsächlich wirklich hineingleiten lassen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das K.O.-Kriterium, wenn ich das mal so sagen darf, warum es bestimmt einige abbrechen werden, weil es einfach tatsächlich sehr, sehr ruhig ist. Bei diesem Buch mochte ich tatsächlich die Erzählungen von dem Garten und wie der ja, Gärtner alles empfindet, wie er von außen blickt auf das Herrenhaus, auf deren Besitzer, Francais, glaube ich, hieß er. Ich schaue mal, und Rosemarie, bin mir gerade bei dem Mann nicht mehr so sicher. Francesque, wenn man ihn so ausspricht, und Rosemarie. Und ja, man bekommt hier viele Einzelheiten aus den 20er Jahren, also in 20er Jahren in Spanien zugezählt. Aber im Wesentlichen passiert hier wirklich nichts und man muss dieses Buch tatsächlich einfach nur genießen. So ein bisschen meine klare Meinung zu dem Buch zu formulieren ist also für mich sehr, sehr schwer. Einfach aus der Tatsache, weil es so ruhig ist, weil es so, ich will nicht sagen, dahin plätschert. Es passt schon alles so, wie es ist. Auch, dass wir uns im Garten befinden, dass jeder so seinen Weg geht und wir alles aus der Sicht des Gärtners erzählt bekommen. Aber so richtig meine Meinung kann ich euch gar nicht sagen. Vielleicht hat der ein oder andere ja das mitgelesen bei dem Lesekreis von Marie von Instagram. Ich gebe euch gerne nochmal den Link unten in der Videobeschreibung zu diesem Lesekreis. Da wurde viel Austausch über dieses Buch
da fand viel Austausch über dieses Buch statt, aber so richtig meine eigene Meinung dazu zu finden, ist wirklich tatsächlich schwer. Und ja, vielleicht kennt das Buch der ein oder andere und kann mir ja mal seine Meinung dazu schreiben, wie er das empfunden hat und ob es ihm vielleicht genauso geht wie mir. Die nächsten beiden Bücher brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr so intensiv besprechen, einfach weil beide Bücher ja eine Einzelbuchbesprechung bei mir auf dem Kanal gefunden haben und ich sie auch erst bei meinem letzten Video gezeigt habe, also bei meinen Jahreshighlights 2019. Bei dem ersten von beiden Büchern möchte ich aber noch gerne sagen, bitte lest es und entdeckt dieses Buch genauso wie ich. Und der eine oder andere weiß vermutlich jetzt schon, um welches Buch es sich handeln wird. Und zwar handelt es sich um Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat, von dem Autoren Damian Lienhardt aus der Frankfurter Verlagsanstalt. Wir begegnen ja hier Alba, welche durch verschiedene Einflüsse ja sehr, sehr geprägt wird, die leider in den tiefen Abgrund ihres Lebens schauen muss, aufgrund ja, von diversen Beziehungen, von Drogenproblemen und ja, noch vielen anderen Gründen, Beweggründen, falschen Entscheidungen. Und wir lernen hier eine ganze Menge über ja, die 80er, 90er Jahre in Zürich in der Schweiz kennen. Für mich ist es definitiv mein Jahreshighlight 2019 und ich kann es euch eigentlich nur ans Herz legen, es genauso zu entdecken wie ich und vielleicht hinterlässt es ja auch bei euch diese Spuren, die es bei mir hinterlassen hat. Und ich freue mich tatsächlich eigentlich schon sehr, dass ich es nochmal lesen, wenn ich es nochmal lesen werde, aber ich kann mir, wie ich schon beim Jahreshighlight gesagt habe, ich werde glaube ich nicht nochmal jetzt erst 2020 nochmal lesen, dafür ist es mir einfach zu präsent. Und ab, ich denke, das Jahr danach wird dieses Buch definitiv nochmal gelesen werden. Wie ich gerade gesagt habe, habe ich euch auch dieses Buch schon gezeigt. Und auch dieses Buch kann ich euch tatsächlich nur empfehlen. Und zwar handelt es sich um das Stundenbuch Giacomino's Gainsborough von der Autorin Rebecca Deutschrimmer und aus dem Inselverlag. Auch dieses Buch habe ich freundlicherweise vom Inselverlag zur Verfügung gestellt bekommen. Auch hier möchte ich mich dafür nochmal ganz recht herzlich bedanken, weil ich finde auch das ist ein wirklich schönes Schätzchen mit wunderbaren Illustrationen. Ich mag auch hier die Illustrationen wirklich sehr, sehr gerne. Und man kann auch als Erwachsene hier wirklich viel entdecken. Auch die Geschichte, die uns ja um den Hasen Giacominos ja erzählt wird, finde ich wirklich wunderbar. Und auch wenn es sich hier eigentlich um ein ja, Kinderbuch handelt, was natürlich mit Erwachsenen gelesen werden sollte, kann man auch hier als Erwachsener wirklich noch sehr, sehr viel entdecken. Meine komplette Meinung, genauso wie die Meinung zu dem vorhergehenden Buch, verlinke ich euch sehr, sehr gerne unten nochmal in der Videobeschreibung, beziehungsweise verstecke ich euch hier hinten in der DMI. Da könnt ihr gerne auch nochmal ja, hineinschauen. Das war es jetzt auch schon von meiner Seite. Das waren meine letzten gelesenen Bücher aus dem Jahre 2019. Vielleicht kennt der ein oder andere ja eins von den Büchern und mich würde an dieser Stelle natürlich auch die Meinung interessieren. Aber ich freue mich natürlich auch über jeden Kommentar, der hinterlassen wird. Ansonsten kann ich euch jetzt nur noch einen schönen Tag wünschen. Habt schöne Lesestunden. Bis dahin. Tschüss!